Das letzte Mal, dass ich gepredigt habe, vor 2 Wochen, da hatten wir den Anfang von von Johannes Kapitel 8 uns angeguckt. Und wir haben gesehen, dass in Johannes 8 Jesus die letzten 6 Monate seines Dienstes beginnt. Und er ist jetzt hier in Jerusalem im Tempel. Und er redet mit den Juden. Wir haben verschiedenste Geschichten da gesehen. Es ist das Ende des Laubhüttenfestes. Eins der großen Feste, zu denen alle Juden nach Jerusalem kommen mussten. Das heißt, wir haben gesehen, wenn du dir die Feste anguckst, die Juden so feiern im ganzen Jahr, es ist das letzte Mal, dass alle Juden in Jerusalem versammelt sind, bevor Jesus dann zum Passafest nach Jerusalem kommt. Aber an diesem letzten Passafest, wo Jesus dann nach Jerusalem kommen würde, das ist das Passafest, an dem er sterben wird. Er hat jetzt also das letzte Mal die Chance, zu so vielen Leuten in Jerusalem zu sprechen. Er wird dann zurückgehen nach Galiläa und wird dann wiederkommen, um das Passafest zu feiern. Aber wir sehen jetzt die letzten Worte sozusagen zu der großen Menge, die Jesus spricht. Und wir wollen jetzt lesen von den Versen 17 bis 20 erstmal. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der von mir selbst Zeugnis gebe. Und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Dieser Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, ist eigentlich noch Teil der letzten Predigt gewesen. Aber wir hatten keine Zeit mehr. Deshalb wollen wir jetzt gar nicht so sehr auf diesen Text eingehen, aber da wir Vers für Vers durch die Bibel lesen, wollte ich ihn trotzdem vorgelesen haben. Wir sehen hier, dass die Juden ihn nicht kannten. Sie fragen ihn, wer ist dein Vater? Und Jesus sagt, ihr kennt mich gar nicht. Dass sie ihn fragen, wer ist dein Vater, ist eigentlich eine ziemlich gemeine Anspielung. Weil sie wissen genau, wer Jesus ist. Sie wissen genau die Umstände, unter denen er geboren wurde. Und sie wissen genau, dass Maria seine Mutter ist, aber Josef ist nicht wirklich sein leiblicher Vater. Auf jeden Fall, sie glauben, dass Jesus sein biologischer Vater ist, aber dass die beiden nicht verheiratet waren. Sie glauben, dass Josef zwar sein biologischer Vater ist, aber dass die beiden nicht verheiratet waren. Und deshalb fragen sie ihn jetzt, hey, wer ist denn dein Vater? Sag doch mal, wie du auf die Welt gekommen bist. Im Grunde genommen nennen sie ihn Bastard. Und sie versuchen ihn zu reizen.
Und Jesus, und hier steht zum ersten Mal diese Aussage, dass seine Stunde noch nicht gekommen war. Wir haben das zwar vorher schon mal gesehen, aber das ist das erste Mal, dass es so, wirklich so über ihn geschrieben steht. Und wir werden diese Aussage noch oft hören jetzt. Seine Stunde war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen. Aber die letzten 6 Monate seines Lebens waren angebrochen. Und Jesus wusste das. Und der Vater wusste das. Und das ist das, der Hintergrund von dem, was wir uns heute angucken werden. Die letzten 6 Monate des Lebens von Jesu waren jetzt angebrochen. Und wir sehen heute, was Jesus für Entscheidungen trifft zum Anfang dieser letzten 6 Monate. Jetzt der Text von heute, die Verse 21 bis 30. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen: Ich gehe fort, und ihr werdet mich nicht, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Denn wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden: Will er sich etwa selbst töten, dass er spricht: Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen? Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Da sagten sie zu ihm: Wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen: Zuerst das, was ich euch eben sage. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten. Aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Darum sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Und die Englischsprachigen, wir werden das Ganze nochmal durchlesen jetzt gleich, aber die Englischsprachigen können dann einfach gleich die Verse mitlesen. Aber kennst du folgende Szene? Du hast dir was für eine Woche zum Beispiel. Du hast dir für eine Woche ganz viele Sachen vorgenommen. Und du willst endlich mal diese Projekte angehen. Und du hast dir ganz, ganz große Sachen vorgenommen. Und dann fängt diese Woche an. Und dann kommt die erste Sache, die querschießt. Und die zweite Sache. Und so lauter Kleinigkeiten. Du wolltest den Keller aufräumen und das Schloss am Keller ist verrostet, weil du seit Jahren nicht mehr da reingegangen bist. Und was auch immer es sein mag. Oder du willst irgendwas machen und du wachst krank auf. Du hast dir tolle Sachen vorgenommen und jetzt kommt die Realität. Manchmal ist es dann in so einer Situation wichtig zu sagen, okay, ich hatte 27 Sachen auf meiner Liste. Was sind die 3 größten Sachen, die ich in dieser Woche schaffen will? Was sind die größten Dinge, die auf meiner Liste sind, die ich gerne umsetzen möchte? Manchmal ist es gut, so innezuhalten und sich neu auszurichten. Aber die Frage ist, wie passiert das in unserem Leben? Wie können wir in unserem Leben innehalten? Stell dir vor, du bist irgendwie Politikerin. Und ziemlich weit oben, in irgendeinem Land. Und du hast dir ganz tolle Sachen vorgenommen für dein Land.
Du willst ganz viel umsetzen. Du willst für Gerechtigkeit sorgen in deinem Land. Und dann wirst du tatsächlich auch Premierminister oder Premierministerin oder Präsident oder was auch immer. Und in der ersten Woche, wo du dieses Amt übernimmst, passiert Folgendes. Ein anderes Land greift dein Land an. Und es ist Krieg in deinem Land. Was ist jetzt das Wichtigste? Deine ganzen Ziele sind jetzt erstmal aus dem Fenster. Du sorgst jetzt nicht mitten im Krieg für mehr soziale Gerechtigkeit. Was sind deine Hauptziele? In einem Land, das im Krieg lebt. Okay, erstmal Wasserversorgung. Essen, Elektrizität, dass die Armee ausgerüstet ist, um dich zu verteidigen, um euer Land zu verteidigen. Und es ist manchmal ganz schnell, dass unsere Ziele im Leben sich komplett verschieben. Dass wir auf einmal Wert legen müssen auf die wichtigsten Dinge im Leben. Und es ist nichts Gutes an Krieg. Versteht mich bitte nicht falsch. Wir haben Leute in diesem Raum hier gerade, die hier sind, weil in ihrem Land Krieg ist. Aber was ich damit sagen will, ist, im Krieg verändern sich unsere Prioritäten ganz, ganz schnell. Und unsere Sicht auf die Dinge verändert sich. Wo wir denken, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr ungerecht ist, da gucken wir uns eine andere Gesellschaft an und vergleichen uns mit denen und denken, wow, okay, so schlimm ist es gar nicht. Manchmal glaube ich, frage ich mich, was braucht es für uns, dass wir aus unserem Schlaf gerissen werden? Denn ich glaube, dass viele Gesellschaften die Tendenz haben, im Wohlstand abzudriften. Weil wir dann zu viel Zeit haben, um nachzudenken. Wir haben zu viel Zeit, irgendwie zu grübeln und zu denken, okay, was könnten wir denn jetzt mal angehen, welches Thema? Und wenn ich mir so die Politik heutzutage manchmal angucke, da denke ich so, vielleicht gibt es gerade nichts mehr, was man umsetzen kann. Deshalb denken wir uns irgendwelche Sachen aus. Und dann kommen ganz verdrehte Dinge raus. Und ich glaube, dass es uns manchmal zu gut geht in unseren Gesellschaften. Und wir stellen uns einfach Fragen, die nicht zielführend sind. Diese Fragen klingen vielleicht manchmal richtig. Aber sie sind aus dem falschen Herzen gestellt. Genau das sehen wir heute auch. Die Juden in diesem Text stellen Jesus ganz viele Fragen. Die klingen vielleicht erstmal richtig. Aber sie sind aus einer falschen Motivation gestellt. Sie fragen ihn, wo ist dein Vater? Eigentlich, wenn man denkt, okay, der Vater von Jesus ist Gott, das ist eigentlich eine gute Frage. Dann fragen sie, will er sich selbst töten? Das sehen wir in Vers 22. Eigentlich eine gute Frage. Hey, können wir irgendwie eingreifen? Can we help prevent that in some way?
Aber sie fragen das nicht, weil sie sich um ihn sorgen, sondern sie fragen das, um ihn durch den Kakao zu ziehen, um ihn schlecht zu machen. Und dann sehen wir in Vers 25, dass sie ihn fragen, wer bist du? Und das ist die beste Frage, die man Jesus stellen kann, wenn man ihn nicht kennt. Aber selbst bei dieser Frage sehen wir, dass ihr Herz nicht richtig ist. Und ich glaube, diese ganze Sache, die ich eben erzählt habe mit unserer Gesellschaft und so. Ihr kennt mich, die ihr mich kennt. Ich bin jetzt kein sehr politischer Mensch. Aber ich glaube, dass es nicht nur unserer Gesellschaft so geht, dass es uns zu gut geht. Sondern ich glaube, dass es auch uns als Kirche, als Gemeinde Gottes zu gut geht. Und wenn ich sage zu gut, dann meine ich Folgendes. Es gibt für uns manchmal keinen Grund zu kämpfen. Wir können uns verstecken. Wir können uns so viele Gedanken über so viele Dinge machen, die so unwichtig sind. Und leider ist es so, dass wir das auch tun. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Aber wir wollen nicht einfach nur darüber sprechen, sondern wir wollen uns am Beispiel von Jesus angucken, wie wir am besten damit umgehen können. Denn wenn wir jetzt so viel Zeit haben, um nachzudenken, dann bringt das oftmals Spaltung in die Gemeinde. Und Spaltung an sich ist manchmal gar nicht schlecht. Die Frage ist nur, worüber spalten wir uns? Spalten wir uns über die wichtigen Dinge? Oder spalten wir uns über Präferenzen? Was mir besser passt und das passt mir nicht, wie du das denkst. Guck mal, wie Jesus damit umgegangen ist, mit Spaltung. Vers 21. Und nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und dann weiter in Vers 23 und 24. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Das sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als würde Jesus hier viel dafür tun, dass sie sich nicht von ihm abspalten. Das ist ziemlich starker Tobak, was Jesus hier sagt. Ihr werdet in euren Sünden sterben. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Aber ich will uns noch mal daran erinnern, Jesus wusste, dass er nur wenig Zeit mit ihnen hatte. Deshalb spricht er nicht die kleinen Sachen an, sondern er spricht hier die großen, entscheidenden Dinge an. Und er macht hier eine klare Trennung, die genauso damals galt wie heute. Er sagt, wenn du mir nicht folgst, dann kannst du auch nicht dahin kommen, wo ich bin. Wenn du mir nicht in deinem Leben folgst, dann wirst du auch nicht mit mir im Tod verbunden sein, im Himmel. Ah, ich habe ja noch so viel Zeit. Wer weiß denn, wie viel Zeit du noch hast? Hast du noch 6 Monate?
Jesus macht hier ganz klar, wenn du mir nicht im Leben folgst, dann wirst du nicht dahin kommen können, wo ich bin. Und dann sagt er, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Und das ist im Griechischen ein sehr interessanter Ausdruck, den er hier benutzt. Er benutzt die Worte ego, emi. Das bedeutet, wir haben da schon mal drüber gesprochen, das bedeutet sozusagen, ich bin, ich bin. Und er sagt hier, wenn du nicht glaubst, dass ich bin, dann kannst du nicht in den Himmel kommen. Dann wirst du in deinen Sünden sterben. Und dieses Ich Bin ist einer der Namen Gottes. Das ist der Name, mit dem Gott sich vorgestellt hat im Alten Testament. Und wir sehen das häufiger, dass er diesen Ausdruck hier benutzt, Ego Emi. Und normalerweise, was dann kurz danach passiert, ist, dass die Juden Steine nehmen und versuchen, ihn zu steinigen. Weil sie wissen ganz genau, was er hier macht. Er sagt ihnen, wenn du nicht glaubst, dass ich Gott bin, dann kannst du nicht in den Himmel kommen. Und das klingt ganz anders, oder? Klarer geht's eigentlich nicht. Und als Jude war das war Gotteslästerung für sie. Blasphemie. Er hat hier eine ganz klare Linie gezogen. Er hat gesagt, ich bin Gott, glaub es oder sterb in deinen Sünden. Hier ist, wie sie reagieren in Vers 25. Da sagten sie zu ihm, wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen, zuerst das, was ich euch eben sagte. Übersetzt heißt es vielleicht folgendermaßen. Das, was du gerade gesagt hast, kannst du nicht wirklich gemeint haben. Also sag uns nochmal bitte, wer bist du? Und Jesus, was ist seine Antwort? Das, was ich euch gerade gesagt habe, der bin ich. Ihr habt richtig verstanden. Ich habe gerade gesagt, dass ich Gott bin. Es gibt nichts hinzuzufügen. Ich habe eine klare Trennlinie gezogen und jetzt müsst ihr entscheiden. Und diese Linie, die wird nicht verschoben. Und übrigens, Leute, die Linie wird für uns auch nicht verschoben. Das ist so ein Punkt, darüber trennen wir uns als Gemeinde. Wenn jemand hier reinkommt und sagt, ja, hey, lass uns doch mal darüber sprechen, ob Jesus wirklich Gott ist. Und wir können gerne einmal mit mir darüber diskutieren. Aber wenn jemand hier reinkommt und unter euch rumgeht und sagt, hey, weißt du eigentlich, dass Jesus gar nicht Gott war? Ich glaube, dass Gott mich als Hirte berufen hat. Und in dem Moment hole ich meinen Hirtenstab. Und den Rest sage ich nicht. Aber wenn ihr sowas hört, dann sprecht mich an. Erstens, aber auch zweitens, ihr müsst wissen, was ihr glaubt. Das hier ist eins der großen Dinge, die Jesus anspricht. Das ist einer der Kämpfe, die Jesus kämpft in den letzten 6 Monaten seines Lebens. Vers 26. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten, aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt.
Was sind die Dinge, die er zu richten hätte? Heuchelei. Götzendienst. Aberglaube. Gesetzlichkeit. Alles Mögliche. Diese Leute, mit denen ihr hier spricht, das sind Leute, die versuchen mit ihrem ganzen Leben Gott zu gefallen. Wir vergessen das manchmal. Diese Pharisäer haben ihr ganzes Leben dafür gegeben, Gott zu gefallen. Und jetzt steht er vor ihnen. Er steht mitten vor ihnen. Sie hören ihm zu. Und sie erkennen ihn nicht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir haben in Johannes 2 gesehen, dass Jesus auch anders kann. Er hat sich da hingesetzt und hat sich so eine Kordel geknüpft. Whip. Und hat die Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben. Wo ist Jesus jetzt in diesem Moment? Im Tempel. Glaubt ihr, dass es in irgendeiner Art und Weise anders aussah, jetzt in diesem Moment im Tempel, als in Johannes 2? Nee. Das können wir sogar wissen, weil am Ende von Johannes wird er dasselbe nochmal tun. Das hat kurzzeitig was gebracht und vielleicht für ein paar Leute, dass sie nachgedacht haben, aber die meisten sind zurückgekommen. Warum treibt Jesus die Leute hier nicht raus? Weil wir sehen das hier in diesem Kapitel, wo er predigt. Genau da, wo die Geldwechsler waren. Das ist, wo er seine Predigt gerade hält. Er wusste, welche Kämpfe er kämpfen will. Wie muss das für Jesus gewesen sein in dieser Zeit? Stell dir vor, du bist Jesus. Also denk nicht zu viel darüber nach, dass du Jesus bist. Aber stell dir vor, wie es für Jesus gewesen sein muss. Und du gehst durch dieses Land. Ein Land, das dir dienen will. Das ist dein Volk, das du auserwählt hast. Und sie haben Synagogen gebaut. Und sie geben Almosen. Und sie tun alles, um dir zu gefallen. Du siehst, dass Kranke ausgegrenzt werden wegen dem Gesetz, das du gegeben hast. Du siehst, dass sie Essensgesetze einhalten. Und dass sie alles für dich geben würden. Wie muss das für dich sein? Weil du weißt ja, was du eigentlich damit meintest. Sorry, jetzt muss ich mal meinen Punkt hier wiederfinden. Jesus muss sich doch so komisch gefühlt haben in diesem Moment, oder? Er wusste doch, was er eigentlich gemeint hat. Mit all diesen Gesetzen. Und wenn er diesen Aussätzigen gesehen hat, der ausgegrenzt ist, weil das Gesetz irgendwas gesagt hat, hat das nicht sein Herz gebrochen, dass er gesehen hat, dass sie das für ihn tun wollten, aber eigentlich haben sie ihn doch gar nicht damit geehrt? Und das ist der Moment, in den Jesus jetzt hier reinkommt. Er hat so viel über sie zu sagen. Er hat so viel zu richten. Er könnte den ganzen Tag durch dieses Land laufen und sagen, hey, das habe ich anders gemeint.
hey, ich liebe euch. So, so nicht, nein, nicht so. Er könnte sauer werden. Aber er weiß, welche Kämpfe er kämpfen will. Und ich frage mich manchmal, wie wäre das heute? Wenn Jesus heute in unsere Gemeinde hier kommen würde. Oder in die Gemeinden heutzutage. Ich glaube, er würde auch sagen, ich habe vieles über euch zu sagen und vieles zu richten. Aber er tut es hier in diesem Moment nicht. Er sagt vielmehr, aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. That's verse 26, the end of it, I think. Yeah, verse 26. Wenn wir das doch sagen könnten, wenn wir das von uns selbst sagen könnten, dass nur das, was wir von Gott hören, dass wir das sagen. Denn es gibt einiges, was ich so über meine Geschwister sagen könnte. Es gibt einiges, was ich über mich selbst sagen könnte, ganz ehrlich. Aber so ist es ja meistens nicht. Uns fallen ja meistens die Dinge auf, die anderen falsch machen. Und darüber reden wir gerne. Und wir könnten genauso wie Jesus sagen, wenn ich mir euch so angucke, es gibt vieles, was ich über euch sagen und richten könnte. Aber wie wäre es, wenn wir sagen würden, aber ich rede nur das, was ich von ihm gehört habe. Jesus und der Vater wussten beide, dass Jesus noch 6 Monate hat. Wenn wir wüssten als Gemeinde, wir haben 6 Monate, dann kommt die Entrückung. Und ich sage Entrückung, weil das ist auch so ein Thema. Rapture. Da kann die Gemeinde sich drüber spalten. Aber stellt euch einfach mal vor, egal was ihr glaubt, wann die Entrückung kommt oder ob sie kommt, wir hätten 6 Monate bis dahin. Wie würden wir uns verändern als Gemeinde? Würden wir uns als Gemeinde verändern? Würdest du dein Leben verändern, wenn du wüsstest, in 6 Monaten bist du bei Jesus? Ich glaube schon. Ich würde mein Leben verändern. Meine Prioritäten würden sich radikal verändern. Und die Frage ist, sind wir manchmal zu bequem? Haben wir aufgehört, von den Dingen zu reden, die wir von Gott hören? Und haben wir angefangen, die Dinge zu reden, die uns wichtig sind? Jesus wurde auch gerichtet. In Johannes 7 wurde er dafür gerichtet, dass er am Sabbat geheilt hat. Auch so eine Sache. Du kannst doch nicht am Sabbat. Und was sagt er in Johannes 7, Vers 24? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Das, was ich von Gott gehört habe, das sage ich zu der Welt, sagt Jesus. Und so, wie hören wir denn von Gott? In seinem Wort, oder? Aber so oft passt uns das nicht, was wir hier lesen. Und dann wollen wir gerne mit ihm darüber diskutieren. Das kann doch so nicht sein.
Und wir wollen es nicht weitergeben, weil wir in unserem Herzen nicht glauben, was hier steht. Aber es ist dumm, mit Gott zu diskutieren, ganz ehrlich. Verse 27 und 28. Sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Darum sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Er macht hier denselben Punkt wie vorher. Ich rede das, was der Vater mich gelehrt hat. Aber hier ist der Beweis dafür, dass ich das auch kann. Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt. Und wisst ihr, was das bedeutet? Oh, du bist ein Schatz. Da ist doch jemand, der mein Leid sieht. Danke. Meine Stimme macht noch nicht ganz mit. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt? Das ist nicht, wenn wir unsere Hände erheben im Lobpreis. Das ist nicht, was Jesus hier meint. Das hier meint er. Wenn der Sohn des Menschen erhöht ist, ist der Zeitpunkt, an dem Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist. Und er sagt, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt, dann werdet ihr erkennen. Und was werdet ihr erkennen? Dass ich es bin. Wisst ihr, was das bedeutet im Griechischen oder was hier steht im Griechischen? Ego emi. Wenn der Sohn des Menschen am Kreuz hängt, wenn Jesus Christus am Kreuz hängt, dann werdet ihr erkennen, dass ich Gott bin. Das ist der Punkt, an dem wir uns trennen. Das Kreuz. Die Gottheit Jesu. Die Gnade und Vergebung von Sünden. In Markus 15, Verse 38 bis 39 ist genau dieser Punkt beschrieben. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Der Vorhang im Tempel, der die Gegenwart Gottes von den Menschen getrennt hat, ist zerrissen, von oben nach unten. Klares Zeichen für die Juden. Das, was Jesus hier gesagt hat, wenn der Sohn des Menschen erhöht wird, dann werdet ihr erkennen. Das ist hier passiert. Aber auch für die Heiden. Der römische Hauptmann steht da und sagt: Wahrlich, das ist Gottes Sohn. Dann wirst du erkennen, ich bin. Genau das ist in diesem Moment passiert hier in Markus. Sowohl für die Juden als auch für die Heiden. Und wenn wir mehr kämpfen würden, um diese Botschaft hier bekannt zu machen, und diese Botschaft zu verteidigen, wisst ihr was? Dann werden sich unsere Prioritäten so verändern. Wisst ihr warum? Weil geistlich gesprochen ziehen wir dann in den Krieg. Das wird nicht unangegriffen bleiben, wenn wir das tun. Und all unsere kleinen Nebenschauplätze, Kämpfe, die werden so klein werden und die werden verschwinden. Die Gemeinde in Korinth
war eine Gemeinde, die sehr, sehr viel Ermahnung brauchte. Um genau zu sein, wenn du dir die Bibel, das Neue Testament anguckst und so die ganzen kleinen theologischen Argumente oder Diskussionen siehst, die wir heutzutage in der Gemeinde haben. Ich würde mal sagen, die meisten findest du im Korintherbrief. Wie ist das zu verstehen? Darf man das? Soll man das? Macht man so oder nicht? Aber ich finde, dass Paulus hier so ein gutes Vorbild uns bietet im Korintherbrief. Er sagt in 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch an nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ja, Paulus hat den Korintherbrief geschrieben. Und er ist total wichtig. Er hat beide Briefe an die Korinther geschrieben. Und sie sind beide sehr wichtig. Aber als Paulus vor Ort war, als Paulus in der Gemeinde war, mit seinen Geschwistern dort in Korinth, hat er sich vorgenommen, nichts zu wissen als nur Jesus und den Gekreuzigten. Und er wusste viel. Er hatte sein ganzes Leben lang die Gesetze studiert. Aber er hat sich selbst zurückgenommen. Mit all dem, wovon er überzeugt war, mit all dem, was er wusste. Und er hat nur eine Sache gewusst. Und das war Jesus, den Gekreuzigten. Und das ist so schwer für uns. Es ist so schwer, uns zurückzunehmen und demütig zu sein. Und geduldig zu sein mit unseren Geschwistern. Und Überzeugungen erstmal zu respektieren. Wisst ihr, wie lange Paulus in Korinth war? Waren es 3 Wochen, die er sich zurückgenommen hat? Ein Jahr und 6 Monate. Er hat sich für 1 Jahr und 6 Monate vorgenommen, nichts anderes zu wissen als nur Jesus und den Gekreuzigten. Und einfach mit ihnen zusammen zu sein und ihnen Gottes Wort weiterzugeben. Das sollten wir uns mal vornehmen. Wenigstens für die nächsten 6 Monate. Nur Jesus und den Gekreuzigten zu kennen. Vers 29. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Wir versuchen alle, Gott wohlzugefallen, oder? Deshalb sind wir hier, deshalb tun wir die Dinge, die wir tun. Und wir versuchen es auf die beste Art und Weise zu tun, wie wir es aus der Bibel verstehen. Aber wisst ihr was? Im Endeffekt kann nur Jesus alleine sagen, ich tue immer die Dinge, die dem Vater wohlgefallen. Er ist der Einzige. Und er ist auf unserer Seite. Denn er sagt, genau wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Er war der Gesandte des Vaters und der Vater war immer bei ihm. Er hat ihn nicht allein gelassen. Und das, was wir von Jesus hören, das, was wir von ihm sehen, lasst uns das tun. Lasst uns nicht danach streben, das Beste zu tun und das auch allen anderen weiterzugeben. Let's not try to do the best and share that with others.
wie toll wir es doch gemeistert haben. Sondern lass uns danach streben, das zu tun, was Jesus uns sagt. Und uns auf die großen Dinge konzentrieren. Und dann haben wir folgendes Resultat. Vers 30. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Und das ist unser Ziel als Gemeinde. Theologie ist total wichtig. Wir haben auch gerade eine Zeit, wo wir nochmal neu wirklich reingehen in die Theologie, die wir als Gemeinde haben. Theologisch gesehen, wer sind wir als City Light Hamburg? Aber wenn du es wirklich mal runterkochst, da sind 3, 4, 5 große, große Themen. Wo ich mit dem Hirtenstab hinter dir her wäre, wenn du hier was anderes lernen würdest. Teach something different. Ja. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Sachen, wo viele verschiedene Meinungen hier sind. Und auch die sind total wichtig. Aber wenn wir wirklich zusammen in den Krieg ziehen, in den geistlichen Krieg, dann werden die ziemlich klein. Und unser Ziel ist es, dass viele an ihn glauben. Und ich glaube, dass wir das tun können. Dass wir das auch als Gemeinde tun können, wo viele verschiedene Hintergründe sind. Wenn wir auf einem Fundament stehen, und das ist Jesus Christus, der Gekreuzigte, dann können wir in eine Richtung gehen. Mit der Hilfe Gottes und mit seiner Gegenwart.